Hi, ich bin der F. Ja, ich hab's getan. Ich bin meinem heißgeliebten M71 Notkocher untreu geworden und hab mir diesen Trank hier besorgt. Spiritus gegen Brennpaste. Was funktioniert besser? Und warum habe ich das eigentlich getan? Das werden wir gleich sehen. Der M71 kommt im Original mit einer Hartspiritusfüllung. Die ist natürlich irgendwann mal verbraucht und wenn man ihn wiederverwenden möchte, so wie den Trank hier, ja, dann muss man ihn irgendwie nachfüllen und das macht man am besten mit Brennpaste. Und deswegen führe ich meinen heutigen Test auch mit Brennpaste im M71 durch, wohlwissend, dass der Hartspiritus natürlich den höheren Heizwert hätte. Beide Kocher sind in etwa gleich voll, nämlich drei Viertels, damit man das gut vergleichen kann. Ja, und jetzt kann es losgehen. Ein bisschen Platz brauche ich noch. So. Schau noch die Uhr. 15:56 und 20 Sekunden. Von der Flamme her sieht der M71 doch etwas größer aus. Da bin ich jetzt echt gespannt. Nach etwa 2,5 Minuten fängt einer der beiden Kandidaten an zu dampfen. Ja, und der andere, der tut noch gar nichts. Nach 6 Minuten das gleiche Bild. Einer von beiden scheint hier deutlich stärker zu sein. Mal schauen, wie lange es noch braucht, bis der erste kocht. Sekunden, das heißt, wir haben 12 Minuten und es gibt hier einen eindeutigen Sieger auf der rechten Seite und das ist der M71. Der direkte Vergleich nach 13 Minuten, das hier ist der M71, hier kocht es schon fleißig und das hier, der Trangia, der fängt jetzt aber auch gerade an. Unterschied würde ich sagen, na, so 1, 2 Minuten ist der Trank ja langsamer. Bei einer Menge von 250 Millilitern. Ja, auch wenn der eindeutige Sieger der M71 ist, der Trangia ist trotzdem eine super Sache. Ich möchte euch auch erklären, warum. Für mich müssen Ausrüstungsgegenstände immer 4 Punkte erfüllen. Nämlich einerseits muss das Packmaß möglichst gering sein, auch das Gewicht muss möglichst gering sein. Ja, und natürlich müssen die Dinge auch gut funktionieren. Ich denke, da nehmen sich M71 und Trangia nicht viel, auch wenn der M71 jetzt ein bisschen schneller war. Und dann gibt es noch den Faktor Zeit. Und damit meine ich noch nicht mal den eigentlichen Kochvorgang in diesem Fall, sondern auch das Drumherum. Beispielsweise das Nachfüllen. Und da muss ich ehrlich sagen, das Nachfüllen von der Brennpaste, das nervt. Immer das Rauslöffeln aus dem großen Kanister und dann da reinschmieren. Das dauert einfach seine Zeit und das ist auch unterwegs, wenn man irgendwie Ersatz mitnehmen möchte, ein bisschen nervig. Bei Brennspiritus ist das natürlich eine ganz einfache Sache. Dann nehme ich einfach mein Fläschchen, zack, reinschütten, fertig. Und ebenso gut kann ich mir ein kleines Fläschchen für unterwegs mitnehmen und das ist dann auch super schnell nachgefüllt. Und das war der Grund, warum ich mir den Trank ja zugelegt habe. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!